Willkommen zurück zu Rayman Legends. Wir machen jetzt der Flug der Kröte. Ich denke mal, da werden wir schon einen kleinen Blick auf unseren kommenden Endgegner bzw. Bossgegner werfen dürfen. Ich bin sehr gespannt. Yeah! Ich finde den Start so geil eigentlich. Oh, kriegen wir wieder irgendeine spezielle Fähigkeit? Okay. Gegner. Diese Kröten jetzt hier mit irgendwelchen Flammenskills machen hier einen auf Drache. Ey, ihr seid immer noch Kröten, also versucht gar nicht unnötig cool zu sein. So, ich will jetzt da mal runter. Denn ich brauche hier die Loops. Aber auch hier könnte ich schon wieder was vergessen haben. Jetzt wäre ich... Ah, da unten haben wir schon mal was. Schön, sobald ich diese Schläger mache, bleibe ich nämlich immer oben. Verdammt, ich will doch erst nochmal zurück. Ich habe da doch schon eine Menge vergessen. Sogar bewusst gesehen vergessen. Nämlich da unten zum Beispiel. Genau. Erstmal unten und oben überall gucken. Kann ja sonst was versteckt sein. Ah, okay, unten wohl nicht, aber oben, jetzt holen wir mal noch die da. Ah, ich kann den Sprung nach unten gar nicht machen. Auch gut zu wissen. Sieht's hier oben aus? Ist nichts. Diese Pilze aktivieren bringen eigentlich auch gar nichts, oder? Helfen nur manchmal, glaube ich, nicht abzustürzen oder so. Maximal. Kacke. Das Geile ist, ich kann wenigstens... Ja, genau, was ist der? Jetpack. Ist klar. Ah, okay, die haben tatsächlich darauf gezeigt, hingedeutet, dass hier... Die Königin ist. Kann ich die wenigstens damit abknallen? Nee, kann ich nicht. What the actual fuck is that? Wie komme ich denn da weiter? Hier wäre ich nie einfach so runtergejumpt. Okay, das hält mich auf. Dann gehe ich davon aus, dass ich einfach so lange ausweichen muss, bis mein Freund hier kommt, oder? Ja. Gut, das war sogar relativ einfach. Hat nicht lange gedauert. Sehr schön. Haben wir den auch freigeschalten. Da oben haben wir gesagt, war nichts. Dann geht's jetzt mal hier weiter. Ganz oben. Nee, da kommt mir, da kommen mir nur irgendwelche Flammen entgegen. Völlig unnötig. Machen wir wieder ein bisschen nach unten fallen lassen. Vielleicht ist am Ende ja doch was. Ja, wie hier zum Beispiel. Mein unserer Kumpels. So, da drüben ist erstmal nichts mehr. Ja, ich glaube, wir kommen auch hier gerade ganz gut voran. So. Vielleicht ist das ja irgendwie so eine Kröte, so eine ganz große, die auch vielleicht irgendwas hier mit Flammen zu tun hat. Gut, bisher nichts übersehen. Hoffentlich finden wir den König auch noch. Der wird dann wahrscheinlich irgendwo oben sein. Gehe ich mal davon aus. Und hier wollen wir natürlich auch noch die... jedes Einzelne mitnehmen, was geht. Moment mal, jetzt bin ich hier so schnell durch. Scheiße. Dass ich mir vorstellen kann, dass ich hier was übersehen habe. Hier oben ist aber rein gar nichts, okay. Sicher. Sicher, dass da nicht noch nach oben geht? Nee, geht's nicht. Nur Lumis sind da. Wie sieht's hier unten aus? Nee, wahrscheinlich nicht.
Gut. Kann ich hier nochmal irgendwo... Oh, hier ist doch bestimmt irgendwas, oder? Boah, es war super knapp und wahrscheinlich für nichts, oder? Ich glaube nämlich, dass ich hier sogar falsch bin. Ansonsten gar nicht so verkehrt. Aber was ist hier? Habe ich hier nicht noch was übersehen? Nein. Okay, hier ganz außen. Auch nicht, oder wie? Hätten wir noch eine Totenkopfmünze. Ah, ist ja schön und gut, aber... Ah, okay. Das ist der letzte. Jetzt habe ich alle bis auf den König. Wo ist der König? Ich lasse das Gefühl nicht los, dass der hier irgendwo noch ist. Brauch den König. Ah, die geben auch immer Herzen. Ja, jetzt wird's interessant. Scheiße, ich muss ein bisschen hinterher, weil sonst kriege ich die Lumis hier nicht. Oh, Alter, wie viel Brenn ist das? Wow. Wow, das... Oh, what the fuck? Flammen verfolgen mich ja sogar. Alter, was geht denn jetzt ab hier? Alter, von allen Seiten, was geht mit euch ab, Mann? So, und jetzt sag mir, dass hier irgendwo noch ein Geheimnis ist. Ich will unbedingt das Level zu 100% haben. Das wird nix. Verdammt! Ich hab den König nicht gefunden. Ärgerlich. Okay, kein König für uns. Oh, und Gold habe ich auch nicht, fällt mir gerade auf. Na gut, ich muss das Level ja sowieso nochmal machen. Dann ist es auch egal. Gut, dann würde ich sagen, können wir tatsächlich zum Boss kommen, oder? Ich glaube schon. Huh, was ist denn das? Das ist interessant. Ja, aber Feinde aus einer anderen Welt haben ein bereits besuchtes Gemälde heimgesucht. Dadurch ist ein neues Gemälde entstanden, in dem du Kleinlinge retten musst. Während du die Kleinlinge rettest, werden neue heimgesuchte Gemälde erscheinen. Okay. Das mache ich aber wann anders. Ich möchte jetzt eigentlich zum Boss kommen. Solche Level kann ich immer ganz cool machen, wenn ich irgendwie so 12 Minuten habe. Und aber dann die Folge zu kurz wäre. Aber noch ein ganzes Level auch wieder zu lang wäre. Da, für sowas ist das immer ganz cool. Genau, deswegen mache ich auch dieses Ding hier nicht. Also nicht sie, sondern sie mache ich nicht. Die hebe ich mir auch auf für solche Zwecke. Oder nach Castle Rock zum Beispiel können wir ja da noch solche Sachen machen. Also jetzt kommt die Panzerkröte. Also dass eine Kröte als Boss kommt, war ja irgendwie klar. Scheiße, jetzt habe ich den... Oh oh, der haut mir ab hier. Habe ich den jetzt verpasst? Kriege ich den jetzt nicht mehr? Ja, ist kacke, wenn ich den natürlich jetzt direkt nicht krieg. Wie ich schon sagte, Bossgegner möchte ich wirklich im First Try machen. Also was heißt im First Try? Halt direkt erledigen und nicht nochmal irgendwie. Also ich möchte den Kampf einfach nicht kein zweites Mal machen. Das heißt, ich muss mir hier von Anfang an gleich mal hier die Dinger sammeln. Auch wieder viel möglich. Was mir durchaus weniger gut gefällt. Na, wer hätte es gedacht, dass er auch wieder da ist. So, jetzt ruft er die Kröte. Oh oh. Die Panzerkröte.
Okay. Okay, what the fuck is that? So, erster Bereich, nicht so schwer. Oh, da ist der zweite. Muss ich den jetzt instant verpassen? Ist das nur die eine Chance? Wirklich? Ja, der folgt mich ja. Hab ich gar nicht gesehen. Hätte echt nur diese eine Chance, oder wie? Weil dann müsste ich... Ja gut, das Level weiß ich lang. Ist nicht so schlimm, wenn ich den Boss nochmal neu machen muss. Scheint mir auch nicht so, als wäre der Boss irgendwie ziemlich krass. Aber ich sterbe sowieso. Vielleicht dann doch besser so. Was ist denn das? Stehe ich mit dem Rücken zu ihm? Warum? Weiß ich ja auch, dass hier der der Teensy kommt. Hier krieg ich nochmal ein extra Herz, das ist gut. So, nachdem die jetzt hier leider zielgesteuert sind, also Lenkraketen, sollte ich vielleicht anfangen, die zu zerstören. Kommt jetzt hier auch noch der dritte? Ja, der dritte kommt auch noch. Nein, runter, 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 runter. Okay, ich hab ihn. Geht mit dem ab, schaut ihn euch an. Was du für Komplexe. Oh, jetzt. Was ist? Wäre ja zu hübsch. Das könnte es wirklich gewesen sein. Die Burg fällt in sich zusammen. Oh, und ich darf ihm mal wieder so richtig schön einen auf den Sack geben. Friss das! Gut, die Sequenz überspringen wir aber, denn ist jetzt nicht so spannend, das nochmal zu sehen. So, ich hab alle, aber auch hier fehlen mir wahrscheinlich wieder die Loons. Die Loons. Nein! 100 ist ja, braucht man. Ich hab 120, das ist ja perfekt. Das ist ja perfekt. Schaut mal an, jetzt habe ich den Bossgegner gemacht und habe immer noch so viel Zeit. Krass. Das war ja, das war wirklich perfekt. Und es war auch gar nicht so schwer. Also da fand ich den ersten Boss echt schwieriger, gell? Von den Drachen echt schwieriger. Gut, ja, dann können wir ja eigentlich noch sie hier holen. Wie ich so gesagt habe, das ist so ein Level, was ich mache, wenn ich nur 12 oder 13 Minuten habe und die Folge dann zu kurz wäre. Das ist eigentlich ganz gut. 6000 Meter in die Tiefe. Also jetzt nicht... Oh mein Gott. Also jetzt nicht 600, sondern 6000. Kann sein, dass dieses Level sehr, sehr lange ist. Ach, dann ist das Level, was in der täglichen Herausforderung war. Ja. Weil 6000 klingt auch ein bisschen... besser für ein unendliches Level. Ja, das war das. Genau. So, da musste ich nämlich warten. Genau, ja, das war das schon. Okay, hier fehlt mir eine Menge gleich mal. Doch nicht. Keine Ahnung. Zuerst will ich jetzt erstmal... Jetzt soll ich das Level einfach mal schaffen. What the? Wäre natürlich hübsch, wenn ich trotzdem... Scheiße. Alles hätte. Ich denke mal, das wird im First Try nicht funktionieren. Außer man schenkt mir noch mehr wie... Yo! Warum bist du da? Einfach nur, damit ich ein paar Lumis krieg. Okay, hier geht's gar nicht weiter. Wieder was verpasst.
Tafel. Auch hier sind es nur 300. Mal gucken. Oh, das ist ein das Assiges. Alter, warte mal. Muss ich ja erstmal hier zurück. Einen schönen Schmackeschlag machen. Machen die zweiten. Und nun, gut, dass ich mich an denen hier ein bisschen orientieren kann. Ach du Scheiße. Warum kommen denn da nicht mehr von den Loons? Scheiße, der wird jetzt zu früh gesammelt. Oh! Okay, jetzt verstehe ich, warum das 6000 Meter in die Tiefe heißt. Das weiß ich jetzt definitiv. Ach du Scheiße. Boah, knappe Kiste, Mann. Fuck. Und da ist aber schon Ende. Alter, ihr seht, wie viel mir fehlt bis 300. Und es ist soweit. Ich habe es geschafft. Ich könnte damit tatsächlich... Müsste doch damit eigentlich alles haben. Oh, wäre das nice. Jawohl. Und am Ende gibt es nochmal so ein richtig dickes Perfect. Rettet Twila. Eine weitere. Ah, Barbara. Genau, das ist aber die Vampirjägerin. Oder was ist sie? Auroras Schwester hasst die Kröten ebenso wie ihre Schwester. Aufgewachsen auf einer riesigen Bohnenranke hat sie sich zu einer akrobatischen Kriegerin entwickelt. Klar, warum nicht? Sehr gut, dann haben wir das geschafft. Und dann würde ich sagen, war schon wieder eine mega erfolgreiche Folge. Auch Welt 2 lief bisher bombastisch. Und wenn das wirklich so weiterläuft, dann mache ich dieses Projekt hier auf jeden Fall auf 100%. Wir kommen zu Orchestrales Chaos. Das nächste Musical Level. Ich bin mega heiß drauf. Schaltet beim nächsten Mal wieder ein. Haut rein.